Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock. Ich bin Sebastian und ich begrüße euch zurück. Im letzten Part haben wir uns bis zu Fontaine Fisheries hier vorgeschlagen. Mein Gott, mein Deutsch. Sind wir bis zu diesem Fontaine Fisheries vorgedrungen? Und wir. Was knatscht da so? Das macht mich ganz aggressiv hier. Das bringt mich ganz aus dem. Alter, hör auf rum zu knatschen. Naja, auf jeden Fall sind wir ein bisschen vorgedrungen und uns erwartet hier Peach. Diesen Peach finde ich persönlich nicht sonderlich nett. Der hat uns auch erstmal gesagt, wir sollen all unsere Waffen da reinlegen und ach, weiß nicht. Mir macht er irgendwie so einen ziemlich, weiß nicht, komischen Eindruck. Wahrscheinlich hat er auch irgendeine Falle oder so für uns vorbereitet. Naja, was soll's, nützt eh nix. Müssen wir weitermachen. Du hast jetzt so keine Waffe außer deiner Rotzange, Ziel erreicht. Neues Ziel, finde den U-Boot-Hafen. Naja. Das wäre jetzt einfach mal Derbsfell, wenn ich hier irgendwo in diesen Kartons eine Waffe finden würde. Und dann hätte er sich im Prinzip selbst geownt. Wo kann ich den Schnee? Müsste ich doch wieder brutzelbraten können. Wir brutzelbraten den Schnee, alles klar. So, und was ist los in der Hut? Ah, das Licht geht. Ah, das Licht geht aus. Ich habe da so eine ganz böse Vorahnung. Ganz ehrlich. So eine ganz, ganz böse. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine. Was ist los? Ich halte ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Alter, was hast du genommen? Die Droge will ich nie nehmen, ganz ehrlich. Und du bist ein... Alter! Was bist du? Ach, das ist Peach. Oh nein, und da... Naja, toll. Einerseits ist das hier Peach, der mit diesem übergroßen, was weiß ich, auf mich schießt. Und andererseits ist es irgendjemand anders, der hier... Nein, kann ich nicht abfackeln, weil der da drin steht. Dann müssen wir ihn einfach mal da rauslocken. Aber hier ist eine ganz, ganz böse Idee, denn... Yeah, da steht so eine... Aua. Jetzt habe ich ja noch Alarm ausgelöst. Oh Gott. Ich habe Alarm ausgelöst. Jemand schmeißt mit übergroßen Kondomen auf mich. Jemand anders schießt auf mich. Der ist weg und der Roboter, der explodiert und das ist alles viel zu viel für mich. Alter Kacke, Alter, das gibt's doch mal gar nicht. Da ist die Kamera. Alter, verarschen, tatsächlich. Der tot? Weiß ich nicht. Na, ich bin auf jeden Fall auch tot. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt und die Schnüffler nicht mit der Nase drauf gestoßen. Ich bin gerade echt durcheinander. Kann sein, dass ich jetzt auch ziemlich Mist rede, aber das liegt einfach daran, dass ich leicht, weiß nicht, leicht verwirrt gerade bin. Ist der jetzt schon tot? Aua. Ich weiß nicht, oder ist, lebt der noch? Oder ist das irgendein anderer? Ich glaube, das ist irgendein anderer, sonst hätte er mehr Leben. Oh, ist genial, der kann natürlich auf mich schießen. Und ich, nein, bitte nicht die Kamera. Das ist ja echt immer so mein Horrorszenario, dass eine Kamera auf mich schießt, wollte ich gerade schon sagen. Oh, hallo. Alter, wenn du dich da schon mal reinlegst, ja, dann kriegst du erstmal eins mit der Rotzange drauf, ganz ehrlich. So, aber jetzt erstmal untersuche ich alle. Ein Revolver. Ich habe einen Revolver. Nein, nicht Kamera, bitte nicht, nein. Jetzt habe ich wieder Sicherheitsalarm. Nur die Kamera, die Kamerakugeln, die, ich bin wieder so gut wie tot. Ich ziehe mich zurück, ich bin gar nicht da.
Also ich laber jetzt wahrscheinlich echt die ganze Zeit tierischen Mist, weil ich einfach vollkommen irgendwie verwirrt bin gerade. Weil einfach viel zu viele Eindrücke hier auf mich reinprasseln. Weißt du, was ist das denn jetzt hier? Ein Geschenk, schön. Ach, von der Little Sister, also. Oh, wieder eine schöne Clipping-Fehler hier. Jawohl, das mag ich doch. Kannst du mir die Klappe halten, ich bin verwirrt. Mein Gott. Also einerseits hat dann dieser Peach auf uns geschossen oder auf uns geworfen mit seinen Molotov-Cocktails. Ich bin verwirrt. Erstmal das Geschenk auspacken. 200 Adam, Hypnotize, Big Daddy und 12 panzerbrechende Pistolen. Google, jawohl. Wieder ein Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie eine Little Sister. Das ist ja mal derbstfett. Für was? Elektrobolt oder Abfackeln? Ich würde sagen für Abfackeln, weil mit Elektrobolt kann man nämlich auch diese Roboter lahmlegen. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Schön, mit so einem richtig grünen Fleck im Gesicht. Das mag ich doch immer gerne. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Nein! Der Teddybär hat sich in Luft aufgelöst. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall. Einerseits hat dieser Peach mit seinen riesigen Molotov-Cocktails auf mich geworfen. Dann kamen noch zigtausend andere Leute und dann... Oh mein Gott. Ja, und der liegt hier einfach nur rum und chillt eine Runde und... Dann schießen auch noch alle möglichen Geschütze auf mich. Dann erfasst mich Kameras. Boah, ey, ich krieg schon wieder zu viel. Und ich habe nur noch so gut wie gar kein Leben. Und wenn das Ding jetzt da hinten auf mich schießt, dann bin ich direkt am Arsch. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, ich dich auch. Mein Gott, ne. Aber... Ja. Ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Cut-Punkt, sage ich jetzt mal. Denn ich nehme das hier gerade bei dem Spiel Portugal-Spanien auf in der Halbzeit. Und ich habe gerade nämlich schon mal angefangen für ein, zwei Minuten, aber dann ist habe ich gemerkt, dass ich mein Mikrofon auch stumm geschaltet habe und das passt dann nicht mehr ganz so gut. Das ist dann nicht mehr ganz so passend, wenn man aufnehmen will und deswegen muss ich nochmal neu starten. Und deshalb habe ich jetzt schon ein paar Minuten verbraucht und ich möchte gleich die zweite Halbzeit weitersehen. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hör auf, so doof zu lachen. Ja, oh, ich hab dich auch lieb. Ich mag dich auch. Ich hoffe, dieser Part war von meinem Kommentierstil ein bisschen besser wie der letzte, weil im letzten Jahr hatte ich echt null Ahnung, wie Let's Playen geht. Ich habe das total verlernt, weil ich es einfach so lange nicht mehr gemacht habe. Aber gut. Boah, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange geredet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part. Bis dann. Ciao.